Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Wie im letzten Part versprochen, habe ich ein wenig trainiert. Erstmal habe ich ein neues Fischerle gefangen. Weil das erste Fischerle, was wir gefangen haben, also das erste Bidiza, ein schlechtes Wesen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ich glaube, das hatte den Spezialangriff erhöht und einen der beiden Verteidigungswerte dafür verschlechtert. Das ist deswegen schlecht, weil die Weiterentwicklung von Bidiza Bidifas auf physischen Angriff eher aus ist und deswegen ein erhöhter Spezialangriff ziemlich unnützlich ist. Dafür habe ich jetzt fast eine halbe Stunde lang ein neues Bidiza, ein neues Fischerle gesucht. Und zwar mit dem Wesen Mutig. Bin ich zwar nicht hundertprozentig zufrieden, aber es ist ganz in Ordnung. Es steigert nämlich den physischen Angriff, was schon mal sehr gut ist. Aber leider sinkt es dafür die Initiative. Da hätte ich dann lieber natürlich den Spezialangriff für gesunken gehabt, aber es hat schon alleine eine halbe Stunde gedauert, ein Bidiza mit einem ordentlichen Wesen zu finden, das gleichzeitig die Fähigkeit Unkenntnis hat. Ignoriert Wechsel der Statuswerte des Gegners. Das heißt, wenn der Gegner zum Beispiel seine Verteidigung mittels Barriere drastisch erhöht, ignorieren die Attacken von Bidiza diese Barriere und fügen dem Gegner so viel Schaden zu, als ob er überhaupt keine Barriere eingesetzt hätte. Wenn ich diese Fähigkeit so richtig verstanden habe. Und das ist auf jeden Fall nützlicher als die andere Fähigkeit, die Bidiza erhalten kann. Die nennt sich nämlich Wankelmut. Und die bewirkt, dass Attacken, wie zum Beispiel Funkensprung, die eine 33-prozentige Chance haben, den Gegner zu paralysieren, dass sich diese Wahrscheinlichkeit bei Attacken auf Bidiza erhöht. Setzt man zum Beispiel Funkensprung auf Bidiza ein, besteht nicht die Chance von 33, sondern von 66%, dass er dann paralysiert wird. Die wird also praktisch verdoppelt, diese Chance. Und das ist mal somit die schlechteste Fähigkeit, die ein Pokémon in diesem Spiel haben kann. Ja, ansonsten habe ich ein bisschen Level 7 trainiert. Er hat auf Level 5 Heuler erlernt. Und ich habe ihm die Attacke Rückkehr beigebracht, die wir von Professor Eibe über TM erhalten haben. Kann ich mal kurz zeigen. Hat keine Stärke, denn der Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird. Ja, da steht es schon. Je mehr, desto größer die Freundschaft ist zu diesem Bidiza, desto stärker wird auch diese Attacke. Da wir Bidiza erstmal eine ganz kurze Zeit lang hier im Team haben und noch nicht viel mit ihm gekämpft haben, ist ja die Beziehung natürlich noch nicht so gut, aber je länger er im Team bleibt, desto stärker wird auch die Attacke. Zudem hat es den Vorteil, dass es erstmal physisch ist. Das sieht man an dem Stern bei Kategorie. Ist da ein Stern, bedeutet dies, dass es eine physische Attacke ist. Wenn es eine Spezialattacke ist, dann wird da so zwei Lila Kreise drum sein. Jetzt habe ich leider noch keine. Ach doch, klar, von Panflam. Genau, so wird es dann aussehen. Das ist dann die Kategorie Spezial. Und dann gibt es noch diese, ja, keine Ahnung, Yin-Yang-Zeichen, nenne ich es mal. Das steht für Spezial, das fügt dem Gegner keinen Schaden zu, sondern erhöht Statuswerte oder verbrennt den Gegner und solche Sachen. Genau. Aber momentan ist Rückkehr auf ungefähr auf einem Level mit Tackle, also da ist noch so gut wie kein Unterschied festzustellen, aber das wird sicherlich noch während des Spiels sich deutlicher machen. Also kann ziemlich nützlich werden, die Attacke Rückkehr. Ja, Firewave, also Panflam, habe ich noch eben auf Level 8 trainiert. Nichts Neues gelernt, Blut hatte es schon. Unser Star-Allure bleibt erstmal im Team. Vielleicht als Puffer oder als Scout. Kann er als Scout fungieren, müssen wir da mal schauen. Und ich habe noch ein weiteres Bidiza gefangen. Und ist so ziemlich passend VM-Sklave genannt. Denn Bidiza ist ein Pokémon, das 6 von 8 VM-Attacken erlernen kann. Und das eignet sich eigentlich perfekt für einen VM-Sklaven. Nämlich Kaskade, Surfer, Zertrümmerer, Zerschneider, Stärke und Kraxer kann Bidiza alles lernen. Und die Attacken werden wir auf unserer Reise natürlich häufig brauchen.
Deswegen wird er wahrscheinlich ziemlich oft mit im Team sein. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ein 5er oder ein 6er Team wirklich mir machen werde. Aber wie schon in ein paar zuvor erwähnt, das werde ich wahrscheinlich während des Spiels festlegen. Ihr habt zwar schon so 2, 3 andere Teammitglieder noch im Kopf, aber alles andere wird sich dann noch ergeben. Vollgeheilt sind sie. Gut, so viel dazu, was ich in der kleinen Pause gemacht habe. Und jetzt setzen wir unsere Reise fort, denke ich doch. Und wir gehen nach Norden. Vorher nehme ich mir noch einen Schluck, einen kleinen Moment. So, und jetzt geht's also auf die Route 202, müsste das sein, jawohl. Und da wartet schon Lucia. Oh, stimmt! Killer, ich hab dir noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Haben wir schon selbst herausgefunden. Ich fange eines und du siehst genau zu. Einverstanden? Ich glaube, das können wir getrost ein bisschen wegklicken. Hier zeigt uns Lucia nämlich nur, wie man ein Pokémon fängt. Ihr Level 5 Schillast hat sie noch gar nicht trainiert. Prima. Zuerst müssen wir es schwächen. Attacke, Tackle. Yeah. Das wäre lustig gewesen, wenn es ein Volltreffer gewesen wäre. Aber ich glaube, das ist so programmiert, dass das gar nicht passieren kann. Seine KP haben abgenommen. Es ist bereit für ein Pokéball. Wow, die viele. Ach, ich glaube, von ihr bekommen wir gleich noch 5 Pokébälle. Ich habe natürlich bei der Offline-Session, ich glaube, 2 oder 3 Pokébälle verbraten. Eins natürlich für das neue Beezer und eins für das VM-Beezer. Das beim ersten Mal, beim ersten Fangversuch sogar noch ausgebrochen ist. Hartnäckig, hartnäckig. Klasse, Beezer wurde gefangen. Na, vielen Dank. Siehst du, ist das nicht klasse? Eigentlich sollte man ein Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. In der Tat. Zieh ein Pokémon so viel KP wie möglich ab. Denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit einer Attacke in Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun dann, Killer. Für den Anfang erhältst du 5 Pokébälle. Dankeschön. Auf langen Reisen ist es sicherer, wenn du viele Pokémon bei dir hast. Außerdem ist es natürlich viel lustiger, wenn du Pokémon-Freunde dabei hast. Ich klicke schon wieder zu schnell weg. Aber jetzt muss ich los. Bis dann. Ciao, ciao. So, jetzt sind wir wieder auf uns allein gestellt. Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Egal. Gehen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, was hier noch für neue Pokémon zu fangen sind. Wir schauen uns hier auch uns erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Ein Shinox. Ja, das ist interessant. Also ich will auf jeden Fall ein Elektro-Pokémon im Team haben. Und Luxtra, so sehr es mich gewundert hatte, ich habe extra vorher nochmal nachgeschaut, zählt wirklich als NU, als niemals benutztes Pokémon in Online-Kämpfe. Beziehungsweise die letzte Entwicklungsstufe von Shinox natürlich. Und deswegen wäre es natürlich eine Idee, Shinox ins Team zu nehmen. Ich habe noch ein anderes Elektro-Pokémon im Blickfeld gehabt, was ich eigentlich schon eingeplant habe. Aber Shinox lächelt mich jetzt natürlich an. Wenn du 2 Tackles überlebst, fange ich dich. Machen wir dazu. Shinox ist auf jeden Fall schon mal schneller als Beezer. Was auch nicht sonderlich schwer ist. Könnte eng werden. Wenn du den Tackle überlebst, dann fange ich dich. Liebes Shinox. Tut mir leid, Shinox. Du kommst nicht ins Team. Stattdessen ein paar Erfahrungspunkte für Fischerle. Und da erwartet uns der erste Trainerkampf. Na okay, eigentlich der zweite, nach dem Kampf mit Berry Berry Lady. Aber sagen wir mal, das ist der erste Kampf. Du bist ein Pokémon-Trainer und das geht auch für mich. Lass uns kämpfen. Let's fight, man. Eine Herausforderung von Teenager Gunnar. Er schickt Staralini in den Kampf. Level 5. Gut, das bringt gute Erfahrungspunkte auf jeden Fall.
Denn wenn man gegen Pokémon besteht von Trainern, bringen die auf jeden Fall immer mehr Erfahrungspunkte, als wenn man das gleiche Pokémon auf gleichen Level in der Wildnis besiegt. Der verschlechtert jetzt erstmal unseren Angriff. Das ist schlecht, jetzt werde ich wahrscheinlich noch 3 Tackles brauchen. Ah, okay, wieder auf Rückkehr. Ach ja, die Kampfmusik. Ist das nicht schön? Tacklen wir uns hier gegenseitig K.O. bis einer umfällt. Jawohl, und Staralini ist besiegt. Und wie viel? 60 Erfahrungspunkte, ist doch schon mal nicht schlecht. Zu stark! Einfach zu stark! Und er gibt uns ganze 80 Pokédoll. Absoluter Wahnsinn. Hast du noch was zu sagen? Sei nicht schüchtern und sprich mit Trainern, mit denen du kämpfen möchtest. Pokémon werden durch Kämpfe stärker und erfahrener. Das ist richtig. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte. Je öfter ein Pokémon am Kampf teilnimmt, desto stärker wird es. Genau, das ist nämlich auch noch eine effektive Methode, schwächere Pokémon zu trainieren, indem man sie ganz am Anfang setzt und dann einfach während des Kampfes austauscht. So teilen sich die beiden Pokémon, die den Gegner besiegt haben, dann die Erfahrungspunkte. Und das ist so ziemlich die beste Methode für den Anfang, um schwächere Pokémon nach oben zu trainieren. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal ins Pokémon-Center zu rennen, deswegen gib mir Bidita Fischerle einen Trank. Und gehen in den nächsten Kampf. Und danach schauen wir uns mal ein wenig im Gras um, würde ich sagen. Denn Shinox ist wirklich schon eine Alternative. Die letzte Entwicklungsstufe Luxtra ist nämlich gar nicht so schlecht von den Statuswerten her. Hat einen ordentlichen Angriff. Eine recht annehmbare Initiative auch. Hier erstmal der Epic, das Epic Battle. Beta vs. Fischerle. Unser ist sogar schneller. Auch nicht wieder mein Angriff senken, ich hatte das. Das zögert die Sache nur unnötig hinaus. Ja, Luxra, guter Angriff, ordentliche Initiative, mittelmäßige Verteidigungswerte. Also für ein NU ist das schon recht stark eigentlich. Und ich spiele wirklich jetzt mit den Gedanken, eins zu fangen. Überlegen. Ach, wir schauen erstmal um. Vielleicht gibt es hier noch was anderes. Hier müsste es nämlich noch ein Käfer-Pokémon geben, wenn ich mich richtig entsinne. 61 Erfahrungspunkte. Und schon bald wieder ein Level-Up für Bidita, für Fischerle. Und nochmal 80 Pokédollar dazu. Gut, dann schauen wir uns erstmal um. Ein wildes Bidita. Dich haben wir jetzt schon in zweifacher Ausfertigung. Da können wir dich getrost besiegen. Vielleicht reicht das sogar dann schon für Level 8. Ich glaube, da lernt er deine nächste Attacke dann schon. Und 24, ja, sollte reichen, jawohl. Fischerle erreicht Level 8. KP 2 hoch, alles andere bis auf den Spezialangriff, was wir nicht brauchen, um 1 hoch, das ist gut. Und er lernt doch noch keine neue Attacke, dann war es wohl auf Level 9, wenn ich mich richtig entsinne. Gut, was gibt's hier denn noch Schönes zu finden? Noch ein Bidita auf Level 4 sogar. Na komm, das machen wir auch noch eben fertig. Alle Erfahrungspunkte zählen am Anfang. Ein Volltreffer. Critical Hit mit einem Shutdown, sehr schön. Aber hier gibt es ja noch andere Pokémon, oder? Zeigt euch. Wie ihr seht, ist natürlich mittlerweile Nacht, oder ist das erst Dämmerung? Hier momentan, ich glaube ab 17 oder ab 18 Uhr ist Dämmerung und ab 19 oder 20 Uhr ist es dann, zählt das wirklich als Nacht. Und dann erscheinen hier auch andere Pokémon. Staralli zum Beispiel erscheint, glaube ich, nur morgens und mittags. Also nicht mehr nachts. Aber hier scheint es sonst nichts zu geben. Aber wenn ich jetzt noch zufällig doch nochmal ein Shinox treffe, das ein ordentliches Wesen hat,
dann wäre ich nicht abgeneigt, das wirklich zu trainieren. Jetzt macht er mir hier einen Volltreffer. Soll ich nochmal einen Trank nehmen, aber wobei, es ist nicht mehr so weit. Zur nächsten Stadt, da gibt es ein Pokémon-Center natürlich. Sparen wir uns das und gehen erstmal weiter. Ach, komm. Level 2, das lohnt sich nicht mal zu besiegen. Und ich glaube, ich soll ich doch noch einen Trank nehmen. Ach, scheiß drauf. Wir gehen weiter zum nächsten Trainer. Lass uns kämpfen und ich werde gewinnen. Na, das schauen wir mal. Eine Herausforderung von Teenager Logan. Wurmi. Ein Käfer-Pokémon. Recht gute Verteidigungswerte, aber ansonsten kaum zu gebrauchen. Ich glaube nicht, dass das mit zwei Tackles, oh, könnte doch hinhauen, besiegt ist. Jetzt macht er mir schon wieder einen Volltreffer, das gibt's auch nicht. So wäre ich doch gezwungen, noch einen Trank zu verschwenden. Aber was soll's. Wir sind kein Messi, wir können ruhig Dinge aus dem Fenster werfen. Ich glaube, der kann uns nur tackeln, dann wäre er down gewesen wahrscheinlich. Oh. Oder auch nicht. Egal. Wir tackeln uns wieder gegenseitig tot. Jetzt kriegen wir den Volltreffer. Na toll. Und 64 Erfahrungspunkte. Ganz ordentlich. Du hast mich besiegt. Du hast Talent. Und nochmal 80 Poké-Dollar. Ja, die sind alle nicht so wirklich reich, die jungen Jungs und Mädels, die hier auf dieser Route rumlatschen. Und da liegt das nächste Item. Ein Trank. Da haben wir den Trank doch gleich wieder. Sehr schön. Und dafür kommt gleich der nächste. Das nächste Bidiza. Aber auch da flüchten wir wieder. Und wir sind gleich in der nächsten Stadt angelangt. Vorher quatschen wir noch mit dem Jungkerl. Manche Pokémon. Genau, das habe ich auch gerade gesagt. Manche Pokémon erscheinen nur morgens. Andere sieht man nur nachts. Ich werde weiter suchen, bis ich jedes einzelne gesehen habe. Viel Spaß dabei, wenn man nichts zu tun hat. Route 202, Jubelstart. Und da ist doch der gute Berry Berry Lady hingelaufen. Ah, hier ist also genau die Grenze. Hier ist genau die Grenze zwischen Jubelstart und Route 202. Und dann sind wir schon angekommen und wieder kommt uns Lucia entgegen. Hi Killer, fängst du Pokémon? Jo. Wow, du hast schon 4 Pokémon! Wenn du so weitermachst, wird der Pokédex in 0, nicht vollständig sein. Oh, ich weiß, gefällt es dir nicht mehr über Pokémon zu wissen? Aber klar gefällt dir das. Und ich kenne genau den richtigen Ort. Los, komm jetzt, sei nicht so schüchtern, komm! Macht sie sich irgendwie an uns ran oder so? Sag mal, der Typ dort, was macht der bloß? Ja. Moin. Was? Wie konntet ihr das wissen? Habt ihr meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlarvt? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Ich wollte nur etwas plaudern. Aha, eine normale Plauderei sollte das also sein? Das glaube ich keine Sekunde. Mich führt man nicht so leicht hinters Licht. Ihr habt sofort erkannt, dass sich meine Person von der Masse abhebt. Dass ich ein ganz außergewöhnlicher Mensch bin. Gut erkannt. Und daher habt ihr mich angesprochen. Ist es nicht so? Ausreden sind unnötig. Eure Beobachtungsgabe ist... Ja, sie ist ganz hervorragend. Furchterregend. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Da ich meine geheime Identität vor euch nicht länger geheim halten kann, sollte ich mich vorstellen. Ich gehöre zur Elite der internationalen Polizei. Wir bereisen die ganze Welt, um die unlösbaren Fälle aufzuklären. Mein Name... Mein Name tut nichts zur Sache. Vergesst ihn mir. Wie? Ich hatte ihn nicht gesagt? Ist ja auch egal. Nennt mich Libelle. Prägt euch meinen Codenamen gut ein. Ich habe ihn mir selbst ausgesucht. Sag einmal, ist euch die Redewendung sei kein Dieb zufällig bekannt? Ja. Gut, gut. Es ist unrecht, das Eigentum anderer an sich zu nehmen. Leider muss ich sagen, dass es Subjekte gibt, denen diese Worte ganz egal sind. Wisst ihr, dass es einen Sinn und Kriminelle gibt, die anderen ihre Pokémon stehlen? Nun, ich habe den Auftrag, verdächtige Subjekte ausfindig zu machen. Mit meiner Spürnase und meinem Genie wird diese Mission zu einem Kinderspiel. Ihr seht mir wie Trainer aus. Das habe ich doch richtig erkannt, nicht wahr?
Vielleicht hilft euch dies auf euren Wegen weiter. Okay, da erhält Kampfkamera. Auch nur für Online-Kämpfe. Ja, einsetzbar, also für uns unwichtig. Das ist eine Kampfkamera. Wozu sie dient? Das habe ich doch schon erklärt. Habe ich erklärt, ja. Habe ich nicht? Nun gut. Mit dieser Apparatur könnt ihr Kämpfe aufnehmen. Sie ist auf der Höhe der Entwicklung und dazu noch topmodisch. Ihr würdet sie ja verwenden, schickt aber nur selten Pokémon in den Kampf. Bei euch ist sie besser aufgehoben. Mann, hör doch mal auf zu quatschen. Bevor wir scheiden, muss ich euch noch um etwas bitten. Sollten wir uns wiedersehen, dann bittet euch mit keinem Wort an mich. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr zu mir keine einzige Silbe sprechen. Obwohl... Doch, ihr müsst mit mir reden. Unbedingt müsst ihr das. Nein, ich bin doch nicht einsam. Was für ein Quatsch. Ihr müsst von Schurken berichten. Ihr müsst mir einfach alles berichten. Jo. Scheint, als ob die Arbeit für der... Als... Oh, meine Herren. Scheint, als ob die Arbeit für die internationale Polizei eine ziemliche Herausforderung ist. Killer, hier ist sie. Die Trainerschule. Der Name sagt schon alles. Vorhin ist ein Freund Barry hineingegangen. Wahrscheinlich ist er drin am Lernen. So, ich bin weg. Bis bald mal. An dieser Stelle noch Entschuldigung wegen meinen Stimmen, wegen meiner Stimmlage. Ich bin einfach nicht sehr gut im Stimmen imitieren. Ich versuche mich da noch ein wenig zu verbessern, dass sich das wirklich ein bisschen besser in Zukunft anhört. Das bitte ich wirklich zu entschuldigen. Erstmal wollen wir unsere Pokémon nochmal heilen. Dim. Das Geräusch hat sich seit der blauen, roten Edition eigentlich nie verändert. Da kommt schon fast immer so ein bisschen Nostalgie hoch, wenn man so an das Jahr 98 war es, glaube ich, als die rote, blaue Edition rauskam. Und man wirklich stundenlang am Gameboy gesessen hat. Ach, man wird alt. Oben befindet sich der Connex Club. Dort kannst du mit anderen Leuten chatten und tauschen. Also längst nicht alles. Sieh dort unbedingt mal um. Nö. Auch wenn ich bereits 6 Pokémon begleiten, kannst du weitere fangen. Sie werden automatisch an einen PC gesendet, auf dem du in jedem Pokémon-Center Zugriff hast. Man kann unglaublich viele Pokémon fangen. Und es macht jedes Mal Spaß, den PC in einem Pokémon-Center zu überprüfen. Und du? Weißt du, dass die Pokémon je nach Typen unterscheiden, wie Wasser, Feuer oder Pflanze? All diese Typen haben Vorteile und Nachteile gegenüber anderen Typen. Das ist richtig. Aber das sollte man eigentlich als Pokémon-Spieler wissen, das gehört zu den absoluten Basics. Welcher Typ gegen welchen stark und gegenüber welchen man schwach ist. Sonst ist man schon immer im Kampf im Nachteil. Die Trainerschule. Die ersten Schritte werden gemacht. Schauen wir uns erstmal ein bisschen auf der Straße um. Hallo Trainer, weißt du viele Pokémon? Jo. Oh ja, du bist wirklich sehr klug. Ich wusste sofort, dass du die Trainerschule nicht besuchen musst. Hallo, kannst ja trotzdem mal einen Besuch abstatten, wenn du Zeit hast. Vielleicht lernst du ja noch etwas Neues. Ja, ich fürchte, wir müssen die Trainerschule leider besuchen. Oh, hier dürfen wir anscheinend nicht weiter. Hier befindet sich der globale Terminal. Du hast doch keinen Orden, tut mir leid, aber... Der globale Terminal steht nur Trainer mit Orden zur Verfügung. So ein Pech aber auch. Okay, da kommen wir also erst hin, wenn wir im Besitz eines Ordens sind. Und ich frage mich immer noch... Soll ich einen Shinox fangen? Soll ich einen Shinox ins Team nehmen? Oh Leute, es ist so schwierig. Mit einem Blick auf die Uhr, die sagt, ich könnte schon bald einen Cut machen. Und diese Chance könnte ich eigentlich nutzen, nochmal hier zurückgehen, um einen Shinox zu fangen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Dürfte ja nicht viel sein. Ich kann nicht mehr mal einen Pokéball leisten, also lohnt sich es auch nicht zum Markt zu gehen. Ja, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Ich werde mich nochmal auf der Route zuvor nach einem Shinox umsuchen. Ich werde maximal 2 oder 3 fangen. Wenn da eins mit einem guten Wesen dabei ist, werde ich es trainieren. Auch ungefähr bis Level 7, bis Level 8. Das werde ich wieder off-air machen.
Und ansonsten sehen wir uns an dieser Stelle dann wieder, entweder mit einem Shinox oder eventuell auch gar keinen. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Bis dahin bedanke ich mich euch erstmal wieder für euer Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Pokémon Platin. Bis dahin, macht es gut. Macht euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Killer.